So, dann fangen wir an, wie jede Woche. Zum Anfang setzen wir uns erstmal wieder entspannt aufrecht hin. Für die kurze Meditation am Anfang. Rücken natürlich aufrecht. Schultern leicht nach oben ziehen, nach hinten abrollen. Hände im Schoß abgelegt, Kinn leicht anziehen. Atem entspannen, kommen und gehen lassen. Und mit jedem Mal ausatmen, ein bisschen mehr im Hier und Jetzt ankommen und das Vergangene des Tages hinter uns lassen. Und in unserem Körper ankommen. Und dann können wir uns noch ein paar Momente nehmen und unsere Absicht für den Abend aufbringen. Möge das, was wir heute Abend lernen, hören, üben, uns selber helfen auf unserem Weg. Und möge das indirekt oder direkt auch allen Lebewesen helfen, sich von Leid zu befreien. Okay. Kann es ja losgehen. Gut. Heute sind wir immer noch bei der Entschlusskraft. Auch heute zum dritten Mal und zum letzten Mal geht es um die Entschlusskraft und danach geht es dann weiter. Wir machen wieder heute eine kurze Übersicht von der letzten Woche, kurze Zusammenfassung, worum es letztes Mal ging. Und dann geht es heute weiter mit dem Fahrzeug der universalen Befreiung und der Buddhaschaft, wo wir dann kennenlernen, was ein bisschen der Unterschied oder das Gemeinsame ist zwischen der persönlichen Befreiung und der Buddhaschaft. Dann, was die Funktion und Bedeutung eines Buddhas ist. Und dann befassen wir uns mit dem langen Weg des Bodhisattvas, also jemandem, der sich vornimmt, Buddhaschaft zu realisieren. Da geht es, keine Überraschung, dann viel wieder über Entschlossenheit und auch über die Geduld bei so einem langen Weg und über Mitgefühl und der schmale Grat zwischen Samsara und Nirvana, diesen langen Weg gehen zu müssen als Bodhisattva. Und zum Abschluss kommen wir dann zu den Bodhisattva-Gelübden. Weil der Weg eines Bodhisattvas, wenn man sich vornimmt, Buddhaschaft zu realisieren, ist aus vielen buddhistischen Traditionen, wo der Bodhisattva-Weg mit dabei ist, auch mit Bodhisattva-Gelübden oder mit den ausformulierten Entschlossenheiten, Buddhaschaft realisieren zu wollen, verknüpft.
Und die schauen wir uns ein bisschen genauer an, die berühmtesten, die vier großen Gelöbnisse des Bodhisattva-Weges. Und dann hat Bhikkhu Bodhi nur ganz kurz am Ende nochmal erwähnt, dass man sich mal anschauen kann, was zwischen den vier Entschlossenheiten von dem Weg der persönlichen Befreiung und den vier Bodhisattva-Gelübden, ob es da nicht vielleicht so was gibt, was die beiden verbindet. Genau. Also erstmal ein kleiner Rückblick von letzter Woche. Wir sind jetzt also bei den 10 Vollkommenheiten bei der Entschlusskraft angekommen und die wird immer als mit die allerwichtigste aller Vollkommenheiten bezeichnet, weil sie als Entschlusskraft oder als die Entscheidung, überhaupt sich auf so einen Weg zu machen, initiierend ist, also wie der Grundbaustein, der erste Stein, der die ganze Sache so ins Rollen bringt und dann auch alle anderen Vollkommenheiten mit anstößt und trägt durch den ganzen Weg hindurch. Und für alle buddhistischen Praktizierenden ist dann die Transformation des Geistes mit das Wichtigste auf dem Weg oder das ist bei allen buddhistischen Wegen mit dabei. Und diese Transformation des Geistes hängt eben immer von unserem Willen ab. Und unser Wille wiederum ist wie eine aktive Geisteskraft, die wir selber formen und ausrichten können oder lenken können. Und der Wille, unser Wille beeinflusst alle anderen Aspekte unseres Geistes. Und wenn wir jetzt von Entschlossenheit sprechen im Buddhismus, dann ist Entschlossenheit wie der Prozess, unseren Willen aktiv auszurichten auf Transformation des Geistes, heilsame Transformation des Geistes. Und das ist eine bewusste Entscheidung, das zu tun und zu kultivieren, was zwar vielleicht schwierig ist, aber gleichzeitig eben zu unserem eigenen Wohl und zum Wohle aller Lebewesen sein wird. Und dann auf diesen Weg kontinuierlich zu gehen, das hängt dann alles mit der Entschlossenheit oder Entschlusskraft zusammen. Dann haben wir letzte Woche angefangen, uns mit den drei Fahrzeugen zu beschäftigen. Wir haben angefangen mit dem Fahrzeug der menschlichen Tugend, das Fahrzeug der persönlichen Befreiung folgt, dann das Fahrzeug der universalen Befreiung, Buddhaschaft. Das gucken wir uns dann heute in Ruhe an. Wir haben angefangen mit dem Fahrzeug der menschlichen Tugend. Da geht es hauptsächlich darum, sich kontinuierlich und beständig in einem reinen ethischen und moralischen Verhalten zu üben und ja, dann man übt bewusst menschliche Tugenden. Das sind dann standardmäßig bei den Buddhisten die 5 Achtsamkeitsübungen oder die 10 heilsamen Handlungen, Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft und so weiter. Und all das eben nicht nur auf unser eigenes Wohl ausgerichtet, sondern auch das Wohl von anderen. Die sind da immer mit eingeschlossen. Und das Resultat, wenn man dieses Fahrzeug geht, das ist dann, dass man natürlich im gegenwärtigen Leben, wenn man so ein solcher Mensch ist, dann bringen die Menschen einen natürlicherweise Vertrauen entgegen und Dankbarkeit, Respekt, Wohlgesinnung oder Warmherzigkeit. Und dann auf lange Sicht gesehen im nächsten Leben wartet dann vielversprechend die Wiedergeburt eines Menschen oder sogar die Wiedergeburt als ein himmlisches Lebewesen auf diese Person. Wobei da die Buddhisten nochmal die menschliche Geburt sogar vorziehen würden einer himmlischen Wiedergeburt. Das habe ich dann ausgearbeitet in der schriftlichen, das kommt dann in der schriftlichen Ausarbeitung mit dazu. Da kann man das nochmal nachlesen, weil das ja dann auch wieder ein eigenes Thema für sich, aber dann hat man es zumindest mal gelesen. Genau, also menschliche Wiedergeburt und himmlische Wiedergeburt unter guten Umständen, angenehmen Lebensbedingungen, das ist dann das Resultat dieses Fahrzeuges. Dann das Fahrzeug der persönlichen Befreiung haben wir uns dann letzte Woche im Detail angeschaut. Und da geht es dann, also genau, beim Fahrzeug der menschlichen Tugend ist also die Entschlossenheit, sich in Tugend zu üben. Dann das Fahrzeug der persönlichen Befreiung hängt also mit den vier inneren Wahrheiten zusammen. Da hatten wir dann letzte Woche gesehen, die erste edle Wahrheit ist, dass es Unzufriedenheit und Leid im Leben gibt, dass die Ursachen dafür Gier, Hass und Verblendung sind, grob zusammengefasst, dass Befreiung von Leid möglich ist und dass der Weg, den man dazu gehen muss, der edle achtfache Pfad ist. Und da hängen dann mit zusammen die vier Entschlossenheiten der persönlichen Befreiung und das sind, dass man die Unzufriedenheit und das Leid in der Tiefe verstehen muss, vollständig verstehen muss, dass die Ursache von Gier, Hass und Verblendung vollkommen aufgelöst werden muss, dass die Befreiung von Leid realisiert werden muss und der edle achtfache Pfad muss vollständig kultiviert werden. Das sind also die vier Entschlossenheiten des Fahrzeuges der persönlichen Befreiung und denen begegnen wir dann heute Abend am Ende nochmal, um das mit den Bodhisattva-Gelübden gegenüberzustellen.
So, und jetzt kommen wir dann also zum Thema der universalen Befreiung und der Buddhaschaft. Und jemand, der jetzt sich entschließt, diesen Weg zu gehen, mit der großen Entschlossenheit, Buddhaschaft zu verwirklichen, den nennt man einen Bodhisattva. Und Buddhaschaft zu realisieren, ist dann also der Hauptantrieb oder die Hauptmotivation eines solchen Menschen. Und dieser Weg entwächst und beinhaltet auch die Übungen und Lehren und Weisheiten von dem Fahrzeug der persönlichen Befreiung. Das sind im Grunde die gleichen. Allerdings gibt es hier in diesem Fahrzeug der universalen Buddhaschaft, da hat das Ganze einfach viel mehr Tragweite, einen weiteren Wirkungsbereich, der Umfang ist größer. Und das kommt eben durch das unterschiedliche Ziel, was man sich vornimmt, wenn man das Fahrzeug der persönlichen Befreiung oder der universalen Befreiung gehen möchte. Die Motivation, welche hier im Fahrzeug der universalen Befreiung vorhanden ist, das ist nicht der Wunsch nach der eigenen Befreiung, sondern der Bodhisattva hat als Motivation, zahllosen anderen Lebewesen zu helfen auf ihrer Suche nach einem Weg zur Befreiung von Leid und die dann dabei zu unterstützen, zu begleiten. Und dazu möchte man eben alle notwendigen Qualitäten oder Eigenschaften in sich entfalten, die notwendig sind dafür. Damit man dann als vollkommener Erleuchteter wie der ideale Lehrer sein kann, die bestmögliche Form eines Lehrers sein kann, um die bestmöglichen Ratschläge und Begleitungen den Lebewesen zukommen lassen zu können. Weil das in dieser Vollkommenheit und in der Tiefe und im vollen Umfang dieses Weges von Befreiung kann das nur der Buddha selbst oder ein Buddha selbst. Und dadurch bekommt dann die Erleuchtung eines Buddhas nahezu sowas wie kosmische oder universale Bedeutung oder Stellenwerte. Wenn man sich anschaut, dass es eben eine Einzigartigkeit ist, diese Art von Qualität oder den Umfang dieser geistigen Klarheit, den Umfang dieser Weisheit und des Mitgefühls und die Einzigartigkeit der Errungenschaft in Bezug auf Befreiung in dieser Person zusammen zu haben. Und da ist dann der Buddha also jetzt nicht nur in Anführungszeichen so ein weiterer spiritueller Weiser von vielen, sondern der Buddha ist in dieser Funktion, den Weg der Befreiung komplett enthüllt zu haben und gelehrt zu haben, dann auch wird immer verstanden wie ein Lehrer der Welt, ein Lehrer aller Lebewesen oder der Welten vielleicht dann eher. Ne? Und die Motivation eines Buddhas oder halt des Bodhisattvas ist ja dann nicht nur eben sich selber zu helfen, sondern eben anderen zu helfen und die Tore der Befreiung wie allen Lebewesen zu öffnen. Und dieses bedingungslose Mitgefühl oder diese universale Absicht, zum Wohle aller Lebewesen zu wirken. Das ist das, was dann die Bedeutung oder den Stellenwert eines Buddhas so außergewöhnlich macht. Und die Hauptfunktion eines Buddhas ist dann also, den Weg der Befreiung oder den Dharma aus eigener Kraft heraus zu kultivieren, so wieder zu entdecken, kann man auch sagen. Er hat also keine anderen Lehrerinnen oder Lehrer oder andere, er hat keine anderen erleuchteten Lehrerinnen oder Lehrer oder andere Buddhas, die ihm diesen Weg zeigen, sondern er geht den Weg auf lange Sicht raus, dass er zu einer Zeit, wo der Weg des Dharma oder der Befreiung komplett in Vergessenheit geraten ist, dass er in dieser Zeit den Weg aus eigener Kraft heraus wieder freilegt, wie ein Weg, der vielleicht mit ganz viel Büschen oder Bäumen und Pflanzen total überwuchert wurde. Man kennt diesen Weg nicht mehr, aber der Weg ist ja ständig dort und er legt ihn wieder frei. Und dann etabliert er den Dharma wieder in der Welt, lehrt den Weg der Befreiung im Detail und in seiner ganzen Tiefe und hilft dann damit zahllosen Lebewesen, Befreiung von Leidenskreisläufen, Wiedergeburtskreisläufen, Nirvana zu realisieren. Und um also dieses große Ziel wirklich vollständig verwirklichen zu können, muss dann eben der Buddha den Dharma auch in seiner Gesamtheit kultivieren und kennen und meistern, wie seine Westentasche muss er das kennen. Jeder Aspekt des Weges, jedes Detail der Realität des Geistes und die vielen komplizierten und tiefen Mechanismen von Ursache, Wirkung, von Karma und seinen Resultaten, das muss der Buddha in- und auswendig kennen. Weil nur dann kann der Buddha auch wirklich jedes Lebewesen und die Bedingungen jedes Lebewesens und den Geist der Lebewesen in dieser Komplexität wirklich verstehen, dann kann der quasi alle Lebewesen in ihren jeweiligen Lebenssituationen
die besten Ratschläge oder die nützlichsten Anleitungen geben, die diese Lebewesen individuell gerade brauchen, um auf ihrem Weg voranzukommen. Und da nennt man dann den Buddha eben auch den idealen Lehrer, weil er eben diese Fähigkeiten hat, Lebewesen in ihrer Lebenssituation abzuholen. Und er sieht genau, was für geistige Voraussetzungen gerade vorhanden sind, welches Potenzial hat jemand zu einem ganz spezifischen Zeitpunkt. Und er kann dann individuell auf diese Fähigkeiten oder Bedingungen zugeschnitten Ratschlag geben. Und das ist wie ein meisterhaftes Geschick des Buddhas. Da gibt es dann Geschichten, wenn man liest, es gibt manche Schülerinnen und Schüler des Buddhas, die haben nur durch das Hören eines Vortrages des Buddhas Stufen der Befreiung oder Vorstufen der Befreiung realisieren können, wo wir uns abrackern müssen für lange, für viele Leben. Aber natürlich muss man dazu zwei Sachen sagen. Einerseits haben dann diese Schülerinnen und Schüler natürlich auch karmisch viel Vorarbeit geleistet, dass sie überhaupt das Karma oder die Verbindung haben, einen Buddha persönlich zu treffen, der ihnen den Weg zeigt. Und dann natürlich aber braucht es eben trotzdem jemanden wie einen Buddha, der genau sieht, was ein Individuum gerade als letzten Anstups braucht, wie so die letzten Sonnenstrahlen, die den Lotus der Weisheit im Herzen von den Schülerinnen und Schülern dann öffnet. Und das kann eben in der Form wirklich nur ein vollkommen erleuchteter Buddha. Und dann die Befreiung oder Erleuchtung eines Buddhas hat also eine viel größere Reichweite, geht tiefer und hat auch langfristigere nachklingende Wirkung, als wenn man das, also wenn man das vergleicht mit dem Fahrzeug der persönlichen Befreiung. Und auf dem Fahrzeug der persönlichen Befreiung sind das also immer Schülerinnen und Schüler eines Buddhas. Und das Fahrzeug der vollkommenen Buddhaschaft, da geht dann am Ende der Bodhisattva einen Weg, um aus eigener Kraft heraus dieses Ziel zu realisieren. Und dieses viel höhere Maß an Weisheit, Mitgefühl, Einsicht, diese Vollkommenheit jedes einzelnen heilsamen Aspekts des Geistes, das ist dann das, was so die Buddhaschaft in ihrem Ausmaß wie so kosmisch signifikant macht. Weil, also wir wissen ja, dass man auf jedem buddhistischen Weg sprechen wir immer davon, dass wir heilsame Geistesqualitäten üben und kultivieren wollen. Und auch wenn man persönliche Befreiung realisieren möchte, braucht man diese Kultivierung von heilsamen Geistesqualitäten über mehrere Leben hinweg, viele Leben hinweg. Schritt für Schritt kultiviert man das. Weil dann eben dieses Aufbauen heilsamer Geistesqualitäten wird wie zu einer Gewohnheit, kriegt wie so Schwungkraft. Und das hilft uns weiter und weiter auf dem Weg voranzukommen, bis man dann Befreiung oder Erleuchtung realisiert. Und das Ausmaß oder der Anspruch jetzt, den dann der Bodhisattva hat, um Buddhaschaft zu realisieren, ist unvorstellbar höher im Vergleich zu den nötigen Bemühungen, wenn man persönliche Befreiung sich vornimmt. Und da wird immer von gesprochen, dass der Bodhisattva, um Buddhaschaft zu realisieren, kultivieren Bodhisattvas diese notwendigen Qualitäten über unvorstellbare Zeiträume hinweg. Also wir haben vielleicht schon mal den Begriff Äon oder Äon gehört. Das sind wie Weltperioden. Man spricht vielleicht von dem Big Bang, wenn sich das Universum anfängt auszudehnen. Wir sind, glaube ich, noch beim Ausdehnen. Irgendwann zieht sich das wieder zusammen bis zum engsten oder dichtesten Punkt von Materie. Das ist quasi ein Äon. Und von denen gibt es Millionen oder Abermillionen von Äonen, die ein Bodhisattva benutzt, Leben für Leben, um heilsame Qualitäten zu schulen, zu perfektionieren, bis das vollkommen ist. Und da, um das halt auszudrücken, weil das sind ja Zeiträume, die kann man sich schlecht vorstellen oder Mengen, aber trotzdem wurde der Buddha öfters gefragt, wie man das denn vergleichen könnte. Und der Buddha sagt, naja, ich kann es dir jetzt nicht genau in Zahlen sagen, aber vielleicht gibt es ja sowas wie ein Sinnbild. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da ein Mann oder eine Frau vor einem großen Ozean steht und schaut, wie die Wellen langsam in Richtung Strand kommen und dann kommt eine Welle und dann bricht sie sich im Sand und verläuft sich und dann kommt auch schon die nächste Welle und dann kommt die nächste Welle und die Person, die da steht, die schaut das alles nur an, Welle kommt, Welle kommt, Welle kommt. Und jede dieser Wellen steht jetzt für einen Äon. Und der Ozean bringt natürlich unvorstellbar oder fast wie unendliche Abfolgen von Wellen mit sich. Und für einen Bodhisattva, der sich jetzt auf den Weg von Buddhaschaft macht, ist dann im Laufe des Weges, werden dann diese Äonen, diese kosmischen Weltperioden, das ist dann nur noch eine von vielen Wellen, die kommen und gehen und kommen und gehen.
Und ja, das nimmt er auf sich, Millionen dieser kosmischen Zeitalter, um sich zu bemühen, die Vollkommenheiten zu verwirklichen. Und ja, all das geht nur mit viel, viel Mitgefühl. Also der Ausgangspunkt ist eben dieses Mitgefühl, diesen Weg zum Wohle anderer zu gehen. Und da gibt es einen Vers aus dem Samantabhasatika, einem Kommentartext von Buddha Gosa, das ist aus dem 5. Jahrhundert. Der hat gesagt oder geschrieben als anfangs Lobpreisung quasi an dieses große Mitgefühl. Vor ihm, der für Millionen von unermesslichen kosmischen Weltperioden seine Zeit und Energie verwendet hat, um alle notwendigen, äußerst anstrengenden und mit vielen Schwierigkeiten und Mühsal verbundenen Übungen für das Wohlsein der Welt und der Lebewesen zu verwirklichen. Vor ihm, dem großen Mitfühlenden, verneige ich mich in Dankbarkeit, Respekt und Hochachtung. Und mit diesem Vers hat er dann nochmal unterstrichen, dass eben hinter der Praxis und Übung dieses langen Bodhisattva-Weges Mitgefühl steht. Sehr großes Mitgefühl. Und Mitgefühl hier im Buddhismus ist immer die Unfähigkeit, das Leid von anderen Lebewesen zu ignorieren. Und durch dieses Mitgefühl ist dann ein Bodhisattva tief von dem Leid anderer Lebewesen berührt, dass er dann sogar seine eigene persönliche Befreiung hinten anstellt, um alle guten Eigenschaften zu kultivieren, um dann den Lebewesen so gut wie möglich helfen zu können. Auch wenn dann das bedeutet, dass er selber für unvorstellbare Zeiträume immer und immer wieder geboren wird, alt wird, krank wird, stirbt und das Ganze wieder von vorne und plus dann eben noch die ganze Kultivierung und die Übungen der Vollkommenheiten mit dazu. Das alles nimmt er in Kauf zum Wohl dann der anderen. Und natürlich reicht dann aber Mitgefühl alleine nicht aus, sondern eben die Entschlossenheit des Bodhisattvas muss dazukommen. Der Bodhisattva hat das Mitgefühl, diesen Weg zu beginnen und er braucht die Entschlossenheit und muss sich auch wirklich im Klaren darüber sein, dass man eben nur als vollkommener erleuchteter Buddha wirklich dieses Ziel, den Lebewesen helfen zu können, derart umsetzen kann. Dann braucht er also die Entschlossenheit, um nicht auf halber Strecke abzubrechen und dann doch die eigene Befreiung zu verfolgen. Und wenn man dann Mitgefühl und Entschlossenheit zusammenbringt, dann kann man das entfalten oder dann entfaltet sich das, was im buddhistischen Sprachgebrauch Bodhicitta genannt wird. Bodhicitta kann man auch übersetzen mit, nennen das Erleuchtungsgeist. Das ist ein bisschen einfacher zu merken. Aber genauer ist es ein Geist, der auf die Verwirklichung von Buddhaschaft oder Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen ausgerichtet ist. Das ist also immer dieser Wunsch. Bodhicitta ist der Wunsch, Erleuchtung oder Buddhaschaft zu realisieren zum Wohle aller Lebewesen. Und das kann man jetzt, also da wir jetzt ja beim Thema Entschlusskraft sind, kann man jetzt also sagen, dass die Entschlossenheit in ihrer höchsten Stufe ist ja im Grunde die Entschlossenheit, Buddhaschaft zu realisieren, weil das wie das höchste oder unglaublichste Ziel ist, was man sich an Kultivierung im spirituellen Sinne vornehmen kann. Wenn man sich dazu entschließt, dann kann man im Grunde sagen, und das ist ja dann Bodhicitta, dass Bodhicitta im Grunde wie die größte Art der Entschlossenheit oder die größte oder höchste Form von Entschlossenheit darstellt. Und dann auf diesem langen, langen Weg muss dann der Bodhisattva aber auch schauen, dass er, das ist ein ziemlich schmaler Grat, kann man sagen, oder hat Bhikkhu Bodhi so erklärt, der zwischen, auf der einen Seite ist Samsara mit all seinen Ablenkungen, mit all seinen Verlockungen, mit all seinen Aktivitäten und Projekten und auf der anderen Seite könnte aber auch locken der Weg der persönlichen Befreiung, weil die Werkzeuge oder die notwendigen Mittel sind einem Bodhisattva mit Sicherheit immer wieder mal, liegen mit Sicherheit bereit. Aber eben dann diesen schmalen Grat zu gehen, sich nicht die Abkürzung zu nehmen und den Weg abzubrechen zum Wohle der eigenen Befreiung, aber sich auch nicht in Samsara zu verlieren, in den Aktivitäten Samsaras und trotzdem eben weiterzugehen zwischen diesen beiden und den Weg weiter zur Buddhaschaft zu kultivieren, das ist ein sehr schmaler Grat. Und auch da braucht es wieder starke Entschlossenheit und auch Stabilität in den Vollkommenheiten von Entsagung oder Verzicht auf der Seite von Samsara.
Genau. So, und dann, was jetzt also den Bodhisattva dazu befähigt, diesen schmalen Grat zu gehen, ist ja die Entschlossenheit. Und in vielen buddhistischen Traditionen wird dann Entschlossenheit auch in Form von Gelübden nochmal ausformuliert, dass man sich die regelmäßig im Geist behalten kann. Gelöbnisse sind also im Grunde wie ausformulierte Entschlossenheit. Und die kann man sich dann im Bewusstsein halten, man kann die im Alltag probieren zu wiederholen oder jeden Morgen nochmal aussprechen. Dann erinnert man sich daran und jedes Mal, wenn man sich daran erinnert, verfestigt oder stärkt das seinem Beschluss, diesen Weg so zu gehen. Und die bekanntesten Bodhisattva-Gelübde, da gibt es auch mehrere mit verschiedenen Mengen an Gelübden. Die bekanntesten sind eigentlich die vier großen Gelöbnisse. Das ist die klassische Mahayana-Tradition davon. Und die sind: Die fühlenden Lebewesen sind unendlich, ich gelobe, sie alle zu retten. Die Verunreinigungen des Geistes sind unendlich, ich gelobe, sie aufzulösen. Die Lehren des Dharma sind unendlich, ich gelobe, sie alle zu kultivieren. Und der Weg der Buddhaschaft ist unvergleichlich, ich gelobe, ihn zu verwirklichen. Das habe ich jetzt am Ende nur rot gemacht, weil ich noch zeigen wollte, dass Bhikkhu Bodhi das hier so von der Reihenfolge geändert hat. Das hat für ihn einfach mehr Sinn gemacht, dass man erst möchte man alle Wesen retten. Dazu muss man die Verunreinigung des Geistes auflösen. Und wenn man Buddhaschaft verwirklichen will, dann kommt an vierter Stelle, dann muss man auch alle nötigen Wege oder Lehren des Dharmas dann kultivieren. Das heißt, im Grunde ist das gehuppt wie geduppt. Das sind alle vier mit dabei. Aber jetzt in der Vorstellung von den vielen gehen wir dann in dieser Reihenfolge durch. So. Also Nummer eins, die fühlenden Lebewesen sind unendlich. Ich gelobe, sie alle zu retten. Wir hatten ja schon davon gesprochen, dass das große Mitgefühl dann die Hauptantrieb ist auf dem Weg zur Buddhaschaft. Das ist der Wunsch, anderen Lebewesen dabei zu helfen, sich von Leid endgültig befreien zu können. Und diese Liebe und das Mitgefühl von Bodhisattvas ist dann derart groß oder tief, dass sie keine Schwierigkeiten mehr haben, ab einem bestimmten Punkt dieses Weges, selbst den eigenen Körper oder das eigene Leben zum Wohle von anderen aufzugeben oder zu schenken. Und da ist dann auch selbst wenn man dann weiß, dass man mit der Buddhaschaft dann tatsächlich final am Ende auch persönliche Befreiung oder Befreiung realisiert, das ist dann nicht mehr der springende Punkt für den Bodhisattva, also die eigene Sehnsucht nach Freiheit, sondern es geht, die Freiheit oder Befreiung oder Buddhaschaft ist einfach Mittel zum Zweck, um anderen zu helfen. Und dann muss man auch wissen, also auf dem Bodhisattva-Weg enthält man sich nicht, zum Beispiel anderen zu helfen, sondern alles, was man lernt entlang dieses Weges, alles, was zum Wohle von anderen ist, alles, was hilft, seinen eigenen Geist besser zu verstehen oder destruktive Gewohnheiten und Anhaftungen und so weiter aufzulösen, das lehren die Bodhisattvas auch entlang des Weges. Auch wenn sie noch nicht vollkommene Befreiung realisiert haben, lehren sie oder helfen sie anderen das, was sie bereits gelernt haben. Und sie geben also ihre Zeit oder Energie dafür, den Dharma weiterzugeben, damit andere Interessierten sich mit diesem Weg auseinandersetzen können, heilsame Qualitäten zu kultivieren, unheilsame Qualitäten Schritt für Schritt aufzulösen und dann Schritt für Schritt sich in Richtung Befreiung von Leid zu orientieren. Und gleichzeitig ist dann, wenn sich dann immer wieder dieses Gelübde vergegenwärtigen, die fühlenden Lebewesen sind unendlich, ich gelobe sie alle zu retten. Das ist wie eine Erinnerung einerseits an das Hauptziel der Buddhaschaft, aber auch eine Erinnerung daran, dass eben nur ja, durch die Erinnerung an das Ziel wird einem klar, dass man nur, wenn man alle Qualitäten komplett verwirklicht hat, vervollkommnet hat, nur dann kann dieses Ziel auch erreicht werden. Dann die zweite Eigenschaft, ups. Das zweite Gelübde ist, die Verunreinigungen des Geistes sind unendlich und ich gelobe, sie aufzulösen. Das ist jetzt im Grunde nochmal auch, was ich eben schon meinte, dass die Bodhisattvas trotzdem ja auch lehren und helfen.
natürlich nimmt man sich zum Ziel, alle negativen Negativitäten des Geistes aufzulösen. Und das geht Schritt für Schritt auf diesem langen, langen Weg. Aber man übt sich nicht nur darin, die eigenen Verunreinigungen aufzulösen, sondern man schaut eben das, was man kann, das, was man selber schon realisiert, wirklich tief verstanden oder kultiviert hat, dass man das auch den anderen interessierten Lebewesen beibringt, die gemeinsam mit einem auf diesem Weg sind. Das heißt, der Dharma wird auch von Bodhisattvas gelehrt auf dem Weg, je nachdem, auf welcher Stufe sie sich gerade befinden. Genau. Und auf diesem Weg geht es dann, wenn man diese Verunreinigung des Geistes auflöst, nicht nur um die groben oder oberflächlichen Negativitäten oder Anhaftungen oder Verblendungen des Geistes, sondern das muss in seiner Vollständigkeit geschehen. Das heißt, es gibt extrem subtile Anhaftungen, auch sei es nur ganz, ganz feine, man kann sagen, vielleicht der ganz, ganz feine Glaube oder unbewusste Glaube an ein Ich oder an Anhaftung an sowas wie ein Selbst, ganz, ganz feine Formen von Stolz oder ganz, ganz feine Formen von Wunsch nach Existenz. Das sind Sachen, die dann Schritt für Schritt in den subtilsten Formen aufgelöst werden müssen. Alles, was quasi die Entfaltung von der vollkommenen Bruderschaft verhindern könnte oder der im Wege steht, all das muss der Bodhisattva überwinden oder aus dem Weg räumen. Dann, der Weg der Bruderschaft ist unvergleichlich. Ich gelobe, ihn zu verwirklichen. Die Leitprinzipien von Bodhisattva sind ja die Verwirklichung von Bruderschaft. Und für diejenigen, die jetzt das Fahrzeug von persönlicher Befreiung gehen, für die ist ja der Buddha in seiner Essenz im Grunde ihr Lehrer und der bestmögliche Lehrer oder Führer oder Wegweiser entlang ihres Weges. Und jetzt für Bodhisattvas allerdings ist der Buddha nicht nur jetzt der Wegweiser entlang des Weges, sondern gleichzeitig ist der Buddha auch das Ziel des Weges selbst. Und deswegen üben sich viele Mahayana-Buddhisten, die den Bodhisattva-Weg gehen, dass sie sich oft das Bild oder die Darstellung von Buddhas vergegenwärtigen im Geist oder vor dem inneren Auge halten und dass man den Buddhas und ihren erleuchteten Qualitäten mit Dankbarkeit, Respekt und Hochachtung begegnet, in einer Art und Weise, wie man das, natürlich machen das die Praktizierenden auf dem Fahrzeug der persönlichen Befreiung ebenfalls, aber dieser starke Fokus auf den Buddha, auf die Rezitation seines Namens und solche Art, das ist jetzt etwas, was hier wie hier gerade beschrieben damit zusammenhängt. Man probiert den Buddha und seine Eigenschaften sich immer wieder zu vergegenwärtigen, zu preisen, zu loben. Man meditiert über die körperliche Form eines Buddhas oder auch über die Qualitäten eines Buddhas, über die Exzellenz, über die Erhabenheit, die Vollkommenheit eines Buddhas und reflektiert darüber. Und dann, wenn man sich die drei Hauptaspekte, wenn man jetzt das alles herunterbrechen will auf die drei wichtigsten Aspekte eines Buddhas, dann sind es einmal die makellose Reinheit eines Buddhas, die vollkommene Weisheit eines Buddhas und das große Mitgefühl eines Buddhas. Und durch das ständige Reflektieren über diese Eigenschaften oder Qualitäten eines Buddhas, dadurch stabilisiert oder stärkt man eben dann dieses Bodhisattva-Gelöbnis auch immer weiter, dass es unerschütterlich fest und standhaft wird. Und egal, wie lange das auch dauern mag, egal, welche Hindernisse sich einem in den Weg stellen, mögen wir dann diesen Weg trotzdem bis an das Ende gehen und Bruderschaft für das Wohl aller Lebewesen realisieren. Und als letztes, Moment, da kommt eine Frage, ich gucke mal kurz. Die Frage ist, gibt es Bodhisattvas auch im Theravada-Buddhismus, also im Buddhismus, wo unter anderem dann jetzt heute wie gelehrt, wie das Fahrzeug der persönlichen Befreiung im Vordergrund steht? Und die Frage ist, wenn Bodhisattvas geloben, alle Lebewesen zu helfen, und im Theravada steht ja eher die eigene Erleuchtung im Vordergrund. Also es ist folgendermaßen, im Theravada-Buddhismus hat man den Buddha, bevor er
Buddhaschaft realisiert hat, bevor er unter dem Bodhi-Baum, wo er gesessen hat, Erleuchtung realisiert hat. Davor hat man ihn den Bodhisattva genannt. Das heißt, der Begriff Bodhisattva allein ist jetzt nichts, was aus dem Mahayana-Buddhismus kommt, sondern das gibt es auch im Theravada-Buddhismus, auch in den frühesten Schriften. Und man hat dann auch in jedem Leben, in den vergangenen Leben, von denen der Buddha oft gesprochen hat, hat man ihn auch immer genannt, den Bodhisattva. Also jemand, der noch im Begriff ist, sich auf den Weg zu machen, weiter, 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 um dann eines Tages Buddha zu werden. Und aus Theravada-Sicht gibt es dann auch immer wieder Bodhisattvas, die diesen Weg so wählen. Dann hat der Buddha, also als dann der Bodhisattva der Buddha geworden ist, hat er natürlich den Weg der Befreiung all denjenigen gezeigt, die Interesse an diesem Weg haben. Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser ganzen Angelegenheit. Und deswegen ist es auch vollkommen normal und in Ordnung, dass dann eben das Fahrzeug der persönlichen Befreiung geöffnet wird oder dieses Tor wird dann geöffnet von Buddha, damit Leute sich befreien können aus dem Leidenskreislauf von Samsara. Und von daher ist es auch jetzt nicht, dass, weil manchmal wird dann herabgeblickt auf das Fahrzeug der persönlichen Befreiung. Deswegen, da gibt es ja, ich hatte letzte oder vorletzte Woche, da hatten wir einmal den Begriff, es gibt ja Mahayana-Buddhismus. Mahayana heißt, Maha ist groß und Jana ist das Fahrzeug, das große Fahrzeug, weil wir groß alle fühlenden Lebewesen in unser Fahrzeug reinpacken. Während der Theravada-Buddhismus gibt es ein anderes Wort für, dann nennt man das den Hinayana, das kleine Fahrzeug. Da passt halt nur einer rein. Da wurde das oft benutzt, dieses Wort, um herabzublicken auf Theravada oder Hinayana oder persönliche Befreiung, wie egoistisch, die gehen ja nur für sich selbst diesen Weg der Befreiung. Aber letztendlich, ich meine, wenn jemand aus dem Mahayana-Buddhismus, der von sich behauptet, ein Bodhisattva zu sein, wenn der sich beschwert, dass jemand Befreiung realisiert, dann hat der was nicht verstanden. Weil letztendlich, eigentlich müsste er sich ja freuen, weil da ein Lebewesen weniger ist, dem er helfen muss, Befreiung zu realisieren. Es geht ja letztendlich darum, den Lebewesen zu helfen, sich zu befreien von Leid. Und jedes Lebewesen, was Befreiung realisiert, sei es jetzt als Buddha oder als persönliche Befreiung, als Erleuchteter, ist alles in Ordnung. Und ja, also demnach, es gibt Bodhisattvas auch im Theravada-Buddhismus, aber im Mahayana-Buddhismus wird da das nochmal anders von der Bedeutung oder vom Schwergewicht oder ja, von der Gewichtung her anders gesehen. Genau. Wir werden dann gleich auch sehen, wie dann, wenn wir dann die Bodhisattva-Gelübde mit den vier Entschlossenheiten nochmal gegenüberstellen, dann merkt man, das sind im Grunde Weiterentwicklungen oder Vertiefungen von einem und derselben Wurzel, kann man vielleicht sagen. So, genau. Jetzt Nummer vier, die Lehren des Dharmas sind unendlich. Ich glaube, sie alle zu kultivieren. So, jetzt sind wir also an dem Punkt angelangt, wo es darum geht, dass der Bodhisattva jetzt alle notwendigen Übungen, Wege, Lehren, Werkzeuge kultivieren muss oder Eigenschaften kultivieren muss, damit universale Erleuchtung der Buddhaschaft sich entfalten kann. Und jede, also jetzt habe ich mir vorgenommen, einfach weil Bhikkhu Bodhi hat die so genannt und dann dachte ich, ich liste einfach mal alles auf, was es da so gibt. Dann hat man das mal gesehen und kriegt auch ein Gefühl von dem Umfang, worum es da geht. Und das sind jetzt viele Qualitäten und Listen von Eigenschaften, die im Grunde alle nochmal ein eigener Kurs sein könnten, wo man sich mit denen nochmal auseinandersetzt. Und von all diesen Qualitäten, von denen wir jetzt gleich hören, die gibt es alle innerhalb des Fahrzeugs von persönlicher Befreiung und im Fahrzeug von Buddhaschaft. Beide kultivieren die, nur die Tiefe und der Umfang von der Kultivierung ist halt, wenn man Buddhaschaft realisieren will, unvorstellbar größer. Ich mache manchmal so vielleicht platt den Vergleich, wie wenn man vielleicht Uniprofessor ist in Germanistik und jemand, ich weiß nicht, ob das dem nahe kommt, entweder so wie jemand, der ist Uniprofessor für Germanistik und dann ein Student, der dort in einem Seminar besucht hat, diesen Uniprofessor und von ihm gelernt hat. Vielleicht so in die Richtung, dass man sich das einfach ein bisschen verstehen kann. Der Bodhisattva-Kult, kultiviert dann eben jede dieser Eigenschaften bis zur Vollkommenheit.
Und jetzt auch die Listen von diesen Qualitäten sind nur kurz aufgeführt. Bei vielen müsste man noch mehr dazu sagen, damit man vielleicht ein bisschen besser versteht, aber jetzt nur, dass man mal diesen Einblick bekommt. Da gibt es einmal eine bekannte Liste, die nennt sich die 37 Faktoren der Erleuchtung. Und viele von diesen Faktoren beeinflussen einander. Das ist jetzt also jetzt nicht sowas wie so ein Curriculum, das man durchgeht, wie erst das, dann das, dann das, sondern man kann diese Sachen nebeneinander üben und die beeinflussen sich gegenseitig. Und viele von diesen Eigenschaften tauchen auch mehrmals jetzt auf. Es geht dann los mit den vier Grundlagen der Achtsamkeit. Man übt Achtsamkeit auf den Körper, auf unsere Gefühle, auf geistige Zustände, auf geistige Objekte. Dann gibt es die vier rechten Bemühungen. Die sind auch sehr, sehr bekannt und sehr wichtig. Das heißt, man übt sich darin, dass man noch nicht entstandene unheilsame Handlungen vermeidet. Also bevor man überhaupt unheilsame Handlungen, entweder von gedanklicher Art, Sprache oder körperlicher Handlungen aussieht, bevor das kommt, probiert man das schon wieder aufzulösen oder gar nicht, genau, zu vermeiden, dass es gar nicht erst so weit kommt. Dann, wenn aber schon unheilsame Handlungen mit Körper, Sprache, Geist aufgekommen sind, dann übt man sich darin, die aufzugeben oder aufzulösen. Dann, wenn wir noch nicht entstandene heilsame Handlungen, wenn wir sehen, dass dann heilsame Handlungen noch nicht in uns vorhanden sind oder gute Qualitäten noch nicht kultiviert sind, dann wollen wir die ins Leben rufen und kultivieren. Und die heilsamen Handlungen von Körper, Sprache, Geist, die bereits in uns vorhanden sind oder die wir schon ausüben, die wollen wir erhalten und weiter festigen. Dann gibt es noch etwas, das nennt sich die vier Grundlagen geistiger Kraft. Das ist einmal die Qualität von heilsames Streben oder Wille. Da kann man auch sagen, fast schon wie, da wurde ich auch mal gefragt, hatten wir auch schon mal besprochen, ich weiß nicht mehr, in welcher Qualität das war. Ich glaube, bei Energie und Tatkraft. Heilsames Streben hier bedeutet fast so wie Verlangen in einer positiven Richtung. Verlangen nicht nach Sinnesbefriedigung oder Macht und so weiter, sondern Verlangen nach Befreiung. Das Bedürfnis nach Befreiung. Das Bedürfnis, heilsame Qualitäten zu entwickeln. Das Bedürfnis, so einen Weg der Befreiung zu gehen. Das ist ein heilsames Streben. Fast schon wie eine Art heilsames, nicht heilsame Gier, aber eben dann eher so ein heilsames Verlangen. Genau. Dann Energie und Tatkraft, Bewusstsein oder Bewusstheit und die Kraft der Analyse und der Unterscheidung, dass man auch reflektieren kann über, was ist heilsam, was ist unheilsam, was führt mich voran in meinem Weg und was nicht. Dann gibt es den edlen achtfachen Pfad, den hatten wir ja schon kennengelernt, mit rechter Sicht, Absicht, rechte Rede, rechte Handlung, Lebenserwerb, Bemühungen, Achtsamkeit und Konzentration. Dann gibt es etwas, da gibt es, diese Liste taucht zweimal auf innerhalb der 37 Faktoren der Erleuchtung. Einmal haben wir die 5 spirituellen Fähigkeiten und einmal haben wir die 5 Kräfte, aber beide sind komplett gleich, nämlich sind das Vertrauen. Vertrauen in Buddha, Dharma und Sangha oder Vertrauen in diesen Weg oder Vertrauen auch in sich. Dann Energie und Tatkraft, um umzusetzen, was man sich vornimmt. Achtsamkeit balanciert immer alles aus. Konzentration und Weisheit. Und wenn man diese 5 Eigenschaften nutzt, das habe ich nochmal aufgeschrieben, da muss ich nachschauen, das habe ich vergessen. Genau, wenn man die 5 spirituellen Fähigkeiten, das sind wie, wenn man sich einen Fluss vorstellt und da ist eine Insel in der Mitte des Flusses, gibt es ja manchmal so kleine Inseln mitten in einem Fluss, der Fluss fließt auf die Insel zu und dann teilt sich der Fluss. Rechts geht Wasser vorbei, links geht Wasser vorbei und später fließt das irgendwann noch wieder zusammen. Das sieht zwar dann kurzzeitig aus wie 2 verschiedene Flüsse, aber es ist im Grunde immer noch ein und derselbe Strom. Und in den Kommentaren wird das so gesagt, wenn man diese 5 Qualitäten aktiv nutzt, um heilsamen Einfluss zu nehmen, dann nennt man sie spirituelle Fähigkeiten. Aber wenn das Qualitäten sind, die wie unerschütterlich in uns sind und die uns dabei helfen, dass quasi äußere Widrigkeiten uns nichts anhaben können, dann nennt man sie die 5 Kräfte. Und dann haben wir noch eine weitere Liste, das sind die 7 Faktoren der Erleuchtung. Da ist auch mal wieder Achtsamkeit drin, also Achtsamkeit kommt recht häufig vor, das zeigt den Stellenwert von Achtsamkeit auf dem buddhistischen Weg. Dann die Untersuchung der Phänomene oder Reflexion oder Analyse von Phänomenen. Erneut Energie und Tatkraft, Freude, Stille und Ruhe, Konzentration, Vertiefung und Gleichmut.
Also ein ganzer Haufen an guten Eigenschaften, die einem dann auf dem Weg zur persönlichen Befreiung oder zum Weg der Bruderschaft helfen bzw. notwendig sind. Dann geht es weiter. Die 10 Vollkommenheiten haben wir jetzt ja gerade hier in unserem Kurs. Und wir sind jetzt gerade bei der Entschlossenheit und dann kommt noch die liebende Güte, Gleichmut und Weisheit. Und was wir jetzt haben, wir haben jetzt diese Eigenschaften dann in diesem Kurs durchgegangen, alle 10. Wenn man die persönliche Befreiung anstrebt, dann sind die auch von großer Bedeutung. Das haben wir auch schon kennengelernt. Wenn man jetzt aber Bruderschaft sich vornimmt zum Ziel, dann muss man diese 10 Vollkommenheiten nicht nur einfach so üben, wobei einfach so haben wir schon kennengelernt, dass da viel dazugehört, sondern man muss die 10 Vollkommenheiten auf 3 Ebenen üben. Einmal auf einer gewöhnlichen Ebene, dann auf einer außergewöhnlichen Ebene und auf der höchsten Ebene. Wenn man das vielleicht jetzt in Bezug auf Großzügigkeit mal verdeutlicht, wenn man auf der gewöhnlichen Ebene Vollkommenheit der Großzügigkeit oder Gebefreudigkeit übt, dann ist das das Geben von materiellen Dingen, von nichtmateriellen Dingen zum Wohle anderer. Wenn man auf einer außergewöhnlichen Ebene Gebefreudigkeit übt, dann geht es zum Beispiel um das Geben von Körperteilen zum Wohle von anderen. Wir hatten ja schon von so Organspenden gesprochen. Und dann, wenn man von der höchsten Ebene der Gebefreudigkeit oder des Gebens spricht, dann ist es tatsächlich das Geben sogar des eigenen Lebens zum Wohle von anderen. Und jede von diesen 10 Vollkommenheiten kann man auf gewöhnlicher, außergewöhnlicher und höchster Ebene üben. Das heißt, eigentlich muss dann ein Bodhisattva nicht die 10 Vollkommenheiten üben, sondern die 30 Vollkommenheiten. Ja, das ist nochmal eine ganze Latte mehr vor sich und zu tun. Aber tut das eben mit Entschlossenheit und viel, viel Geduld und viel Mitgefühl. Dann gibt es etwas, wir hatten das auch manchmal schon angerissen, verschiedene Arten von meditativer Vertiefung, die man zu meistern hat. Die ersten 4 sind die 4 feinkörperlichen Jhanas. Jhanas sind diese meditativen Vertiefungen. Da gibt es das erste, das zweite, das dritte und das vierte Jhana. Und da ist es so, dass beim ersten Jhana ist noch recht viel, muss man sich bemühen, dass man mit der Aufmerksamkeit bei seinem Meditationsobjekt bleibt. Und als Ergebnis, wenn man dann wirklich bei seinem Meditationsobjekt bleibt und auch den Körper, den Geist immer wieder zurückholt, wenn er abgelenkt ist, dann kann sich nach und nach im Körper wahrnehmbar und auch im Geist intensive Freude, sanfte, ruhige Glückseligkeit und Konzentration verbreiten oder ausbreiten. Und mit jeder weiteren Vertiefung fallen manche Sachen weg und andere Qualitäten kommen dazu. Im zweiten Jhana ist dann dieses ständige Bemühen und das Initiieren, wieder zum Objekt zu kommen, nicht mehr notwendig. Der Geist ist schon ruhig genug und bleibt beim Meditationsobjekt. Und dann kommt ruhiges, kontinuierliches Verweilen der Aufmerksamkeit auf dem Objekt mit dazu. Freude, Glückseligkeit bleiben noch. Konzentration ist auch noch präsent. Im dritten Jhana wird dann die meditative Ruhe und Klarheit noch tiefer und die intensive Freude, die löst sich auf. Und man hat nur noch ruhige Glückseligkeit und Konzentration. Und im vierten Jhana dann löst sich sogar noch der Faktor der ruhigen Glückseligkeit auf. Und es kommt als neuer Faktor Gleichmut oder perfekter Gleichmut und perfekte Achtsamkeit dazu. Also eine Art von Ruhe, Geistesruhe, die fast also im Grunde auch mit Worten nur schwer zu beschreiben ist. Das sind dann die ersten 4 Vertiefungen. Und die Konzentration, die man dabei gewinnt, die nutzt man dann, um den eigenen Körper und den eigenen Geist auf seine Unvollkommenheit oder auf seine Vergänglichkeit, auf das Unvollkommene hin zu untersuchen. Zu untersuchen, wo ist dieses Ich oder das Selbst, was wir immer an das wir anhaften. Und mit dieser hohen Konzentration kann man dann tatsächlich Einsichten in die Realität der Dinge gewinnen. Es gibt allerdings noch darüber hinaus 4 formlose Jhanas. Formlos heißt hier, die Erfahrung in diesen Meditationsstufen ist nicht mehr an die Form unseres Körpers gebunden. Vorher hat man in den ersten, zweiten, dritten Jhana und so, man hat diese angenehmen Gefühle noch sehr stark auch im Körper wahrgenommen. Die 4 formlosen Jhanas sind davon wie gelöst. Und es ist auch, kann man auch schon, wenn man das dann liest, wie die heißen,
kann man das schon ein bisschen erfühlen. Das ist dann das fünfte Jhana ist die Vertiefung der Raumunendlichkeit. Das sechste ist die Vertiefung der Bewusstseinsunendlichkeit. Das siebte ist die Vertiefung der Nichtzeit oder auf Englisch Nothingness. Und das achte Jhana ist die Vertiefung von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Allerdings sind diese letzten vier formlosen Jhanas, kann man hier auch ganz gut nochmal verdeutlichen, die sind für den Weg der persönlichen Befreiung nicht wirklich notwendig. Es reicht das erste, zweite, dritte, vierte Jhana und ich glaube, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Bhikkhu Bodhi hat mal genau erklärt, welche von den ersten Jhanas auch wirklich notwendig sind für Befreiung, welche Konzentration braucht man. Aber die letzten vier, fünf, sechs, sieben, acht, das sind tatsächlich Meditationsvertiefungen, die man vor allen Dingen als Buddha in- und auswendig kennen muss, weil es immer wieder Meditierende gibt, die sich in diesen unglaublich tiefen Meditationen wie verlaufen oder dort hängen bleiben, auf diesem schönen Gefühl von absoluter Geistesruhe und das dann manchmal auch verwechseln mit Nirvana oder Befreiung. Und das kann man, so jemandem kann man auch noch nur dann helfen, wenn man das selber in- und auswendig kennt. Und das muss ein Buddha oder ein Bodhisattva dann eben gemeistert haben. Denn wenn man jetzt in diesen Meditationsstufen 5, 6, 7, 8, wenn man das gemeistert hat und daran anhaftet, dann kann es sein, dass in der nächsten Wiedergeburt wird man in einem himmlischen Wiedergeburtsbereich wiedergeboren, der mit dieser Meditationsstufe korrespondiert. Da ist also absolute Stille, da passiert nichts für unglaublich lange Zeiträume. Das heißt aber auch, wenn da nichts passiert und absolute Ruhe ist, kann derjenige, der dort in dieser Form wiedergeboren ist, absolut nichts weiter kultivieren, sich mit nichts auseinandersetzen. Und deswegen wird von vielen Buddhisten oder buddhistischen Traditionen die menschliche Wiedergeburt als wichtiger angesehen, weil man da gerade genug, wenn man Glück hat, wenn man gutes Karma hat, hat man gerade genug Leid, dass man sich mit Leid auseinandersetzen will und einen Weg der Befreiung sucht und gerade genug Angenehmigkeiten, dass man auch auf dem Weg bleiben kann. Wenn man aber zu viel leidet, dann hat man gar keine Zeit, sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen als mit dem Überleben oder mit dem Schmerz oder mit dem Leid. Wenn man aber zu viel Angenehmigkeiten hat, wie in manchen himmlischen Wiedergeburtsbereichen, dann ist da so viel Annehmlichkeit, so viel Ruhe, dass man gar nicht erst darüber nachdenkt, dass es sowas wie einen Weg der Befreiung gibt. Man hat vielleicht gar kein Interesse daran. Bis man dann irgendwann auch dieses Leben beendet hat und dann wird man vielleicht wiedergeboren als, weiß ich, als Hund oder doch wieder als Mensch mit einem Bürojob oder sowas. Eben noch in den höchsten Himmelsstufen und dann muss man wieder sein Auto waschen oder sowas. Ja. Das also ganz kurz zu den Vertiefungen. Dann gibt es noch etwas, was die vier Unermesslichen genannt wird. Die hatten wir auch schon mal, war nicht ganz am Anfang. Ah, nee, das war der Kurs zur liebenden Güte, da haben wir die mal benannt. Das sind einmal die Qualitäten liebende Güte, also das Wohlwollen allen Lebewesen gegenüber, der Wunsch, mögen alle Lebewesen glücklich sein, dann Mitgefühl oder die Qualität, dass man den Wunsch hat, mögen alle Lebewesen frei sein von Leid. Mit Freude, die Fähigkeit, dass man sich auch am Wohl, am Erfolg, an den guten Eigenschaften und Talenten von anderen mitfreuen kann, dass man sich daran erfreuen kann, dass man nicht, also das Gegenteil davon wäre im Grunde Eifersucht oder Neid, aber dass man hier eben sich auch an den guten Eigenschaften von anderen erfreuen kann, weil nur dann kann man sie wirklich wahrnehmen, die guten Eigenschaften, sehen, wie haben die das hingekriegt und dann vielleicht auch reflektieren, dass man die selber ja auch potenziell hat und dann sich auf den Weg macht. Wenn man aber neidisch oder eifersüchtig ist, dann hängt man eher an dieser Negativität fest und fängt gar nicht an, vielleicht was daran zu ändern bei sich selber. Und als letzte Qualität ist dann noch der Gleichmut dabei. Gleichmut ist dann hier so eine Art von Gelassenheit oder Losgelöstheit im Angesicht von diesem ständigen Hin und Her und Auf und Ab der Welt. Ja, und all diese vielen Qualitäten, also da könnte man jetzt noch weitermachen, da gibt es viele solche Listen. Und der Dharma ist tief und breit gefächert. Aber all diese Qualitäten gilt es jetzt also für einen Bodhisattva, dass man das über viele Äonen hinweg kultivieren muss. Und diese starke Entschlossenheit treibt ihn da an, dass er diesen Weg zum Ende bringt und nicht abbricht. Und deswegen geloben also dann in diesem letzten der vier Bodhisattva-Gelübde, die Bodhisattvas, die Lehren des Dharmas sind unendlich und ich gelobe, sie alle zu kultivieren. Genau.
Und die, ja, dann hat Vico Bodhi, der auch öfters schon Vorträge gegeben hat, die zu einem besseren Verständnis führen, wie vielleicht diese unterschiedlichen buddhistischen Traditionen zueinander stehen, weil oft denkt man, dass es da widerspricht sich viel und man hört oder hat vielleicht den Eindruck, dass manche Traditionen dann auch denken, wir sind die bessere oder vollständigere Tradition als die und hin und her. Aber so wie ich das jetzt öfters gehört habe, mag ich diesen Ansatz, dass man eben sieht, das sind Sachen, die auseinander entstanden sind oder auseinander heraus sich entfaltet haben. Und die haben alle auch Verbindungspunkte oder Bezugspunkte. Und diese so zu sehen, hilft einem auch dabei, auch mitfühlend und mit Akzeptanz allen Traditionen gegenüber zu sein. Dann auch nur dann kann man auch von allen Traditionen lernen, weil Weisheit und Mitgefühl steckt in all diesen Traditionen. Man muss halt nur ein richtiges Verständnis dafür haben. Und ja, wenn man sich jetzt also die vier Entschlossenheiten nochmal anschaut aus dem Fahrzeug der persönlichen Befragung, wo wir gesagt haben, aus den vier edlen Wahrheiten kommen die vier Entschlossenheiten, nämlich Leid und Unzufriedenheit müssen verstanden und überwunden werden. Ursachen für Leid und Unzufriedenheit müssen aufgelöst werden. Dann die Befreiung von Leid und Unzufriedenheit müssen wir verwirklichen. Also Nirvana müssen wir verwirklichen, das persönliche Nirvana oder persönliche Befreiung. Und der Weg der Befreiung oder der achtfache Pfad, der muss kultiviert werden. Wenn wir dem jetzt gegenüberstellen die vier Bodhisattva-Gelübde aus dem in Bezug auf Buddhaschaft oder aus dem Mahayana. Achso, und hier meine ich jetzt nicht, weil das sehe ich jetzt gerade, das sieht vielleicht komisch aus. Buddhaschaft hat jetzt nicht nur was mit Mahayana zu tun, das habe ich jetzt nur hier nochmal drunter geschrieben. Bodhisattva-Gelübde im Sinne von Ziel ist Buddhaschaft. Und Mahayana, aus dem Mahayana kennen wir eben diese vier Bodhisattva-Gelübde. Da haben wir dann, wenn man gegenüber hat, Leid und Unzufriedenheit müssen verstanden und überwunden werden, könnte da dazu eigentlich ganz gut passen. Zahllose Wesen, denen mögen wir helfen, Leid zu überwinden und sich davon zu befreien. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass die Art des Verständnisses, wenn wir sagen, wir wollen bei den vier Entschlossenheiten Leid und Unzufriedenheit tief verstehen, da hatten wir gesagt, dass dieses Wort des Verstehens auch das Wort Überwindung mit drin hat. Das heißt, wenn wir zahllosen Lebewesen helfen wollen, sich von Leid zu befreien oder sich davon zu überwinden, das könnte zum Beispiel wie eine Weiterentwicklung oder Vertiefung davon sein. Dann zu den Ursachen für Leid und Unzufriedenheit, die wir auflösen wollen, könnte dann passen, zahllose Verunreinigungen aufzulösen in uns selbst und auch anderen Lebewesen dabei zu helfen auf dem Bodhisattva-Weg. Als drittes, die Befreiung von Leid oder Unzufriedenheit müssen wir verwirklichen, könnte dann passen, wir nehmen uns vor, Buddhaschaft zum Wohle aller Lebewesen zu verwirklichen. Universales Nirvana. Vorher hatten wir das auf der anderen Seite das persönliche Nirvana und hier das universale Nirvana. Und als viertes, wo wir hatten, Weg der Befreiung oder der achtfache Pfad muss kultiviert werden, passt hier dann eben hin, nicht nur der achtfache Pfad, sondern alle zahllosen Lehren des Dharmas müssen dann zum Wohle aller vollständig kultiviert werden. Also hier könnte man dann, wenn man es so betrachtet, einen Verbindungspunkt sehen zwischen den zwei Traditionen und sehen, dass das aufeinander aufbaut, miteinander verbunden ist. Wie wir ja auch schon gesagt haben, jemand, der Buddhaschaft realisieren will, muss auch alle Inhalte des persönlichen Befreiungsfahrzeuges oder des Fahrzeuges der menschlichen Tugend verstehen oder erkennen. Dann meditieren wir noch zum Abschluss. Wir nehmen wieder eine entspannte, aufrechte Position ein. Schauen, dass der Rücken aufrecht ist, Hände im Schoß. Schultern anziehen, abrollen, senken. Und den Atem lassen wir kommen und gehen, wie der Körper es braucht. Und wir fühlen, wie unser Körper hier gerade sitzt.
fühlen, wo der Körper den Boden oder den Stuhl, die Couch, das Kissen berührt. Für ein paar Momente kommen wir in unseren Körper an und etablieren Achtsamkeit auf den Körper. Und sobald der Körper oder die Achtsamkeit auf den Körper stabil ist, entspannen wir unseren Körper bewusst. Wir fühlen unseren Körper und wir entspannen unseren Körper. Wir bleiben gleichermaßen mit unserer Aufmerksamkeit in unserem Körpergefühl. Fühlen unseren Körper. Entspannen unseren Körper. Und wann immer unsere Gedanken abschweifen, bringen wir sie zurück zu unserem Körpergefühl. Fühlen weiter unseren Körper und entspannen unseren Körper.
Wenn die Gedanken wieder abschweifen, kommen wir zurück zum Körpergefühl. Oder wenn man stabil da ist, kann man auch, wenn man mag, das Meditationsobjekt und auf den Atem wechseln und einfach den Atem einatmen und ausatmen beobachten.
Dann kommen wir nochmal zu unserem Körpergefühl zurück. Fühlen unseren Körper, wie er gerade hier sitzt. Fühlen den Boden oder den Stuhl oder das Kissen. Und dann teilen wir die Verdienste, die wir am heutigen Abend angesammelt haben und wünschen, möge das, was wir heute Abend an heilsamem Potenzial oder verdienstvollen Handlungen kultiviert haben, möge das einmal uns selber helfen auf unserem Weg und möge das aber auch allen Lebewesen helfen, die vollkommene Befreiung zu verwirklichen und sich von Leid zu befreien. Dann können wir nochmal dreimal tief ein- und ausatmen. Und dann können wir die Handflächen wieder fest zusammenreiben. Und das Gesicht ein bisschen wärmen und massieren. Und das gleiche mit dem Nacken. Können ein bisschen über die Kopfhaut massieren. Die Schulter ein bisschen kreisen und uns dann recken und strecken, wie wir brauchen. Und dann sind wir am Ende für diese Woche.